Blanke hat 100.000 Euro Preisgeld ausgelobt für denjenigen, der ihm einen Beweis für die Existenz des Masernvirus bringt. Ein junger Arzt schickte ihm gleich mehrere wissenschaftliche Studien und verlangt jetzt sein Geld. Blanke ist dennoch sicher, dass die germanische neue Medizin recht hat. Ansteckung gibt es nicht, nur seelische Probleme. Wie erklären Sie denn, dass es gerade jetzt in Berlin im Moment so viele Masernfälle gibt? Das sind die Asylanten. Das ist doch klar, wenn sie getrennt sind durch einen Krieg, ja, von ihrer Familie, Familienmitglieder, Freunde, Haus und dann unterkommen und sich dann eingewöhnen, gut versorgt werden durch Mitarbeiter, Helfer und so weiter, dass dann diese Traumata aufgelöst werden und sich dann die typischen Hauterscheinungen zeigen. Das ist genau der Grund. Ja, richtig! Gut, dass sich ein schlauer Mann wie dieser Dr. Frankenstein von der neuen germanischen Apothekenumschau hier mal traut, die Wahrheit auszusprechen. Die Masern kommen von den Asylanten, denen es zu gut geht hier bei uns. So viele dieser sogenannten Krankheiten haben ganz einfache Ursachen. Die Röteln kommen zum Beispiel von den Kommunisten. Arschjucken kommt von den Ausländern. Und Mumps gibt es nur, weil Frauen jetzt Hosen tragen und wählen dürfen. Wir wissen schließlich alle, was man nicht sehen kann, das gibt es auch gar nicht. So wie Masern, Musik, elektrischen Strom oder Dunkelheit. Und wenn man sich die Augen zuhält, wird man unsichtbar. Es gibt keine Ansteckung durch Viren. Das Einzige, was ansteckend ist, das ist die Dummheit. Denn die wird durchs Fernsehen übertragen. Alles längst bekannte Tatsachen, die von der Regierung aber unterdrückt werden, weil die von der diabolischen Impfmafia geschmiert wird. Nur gut, dass es vor allem im Schwabenland immer noch mutige Kämpfer für die Wahrheit gibt, die sich nicht von den Nebelwerfern der Vernunft und Logik blenden lassen. Überlegen Sie mal, was mit diesen Impfungen alles für Propaganda gemacht wird. Gehen Sie mal ins Fernsehen, Sie sind vom Fernseher, brauche ich nicht erzählen. Ob das Radio ist, ob das Fernsehen ist, ich gucke mir diese Scheiße eigentlich nur an, um zu sehen, wie gelogen und betrogen wird. Und die Menschen sind langsam wirklich wütend. Nicht umsonst nennt man es die Lügenpresse. Es gibt keine krankmachenden Viren. Ja. Es gibt keine. Die braucht man. Pharma braucht Geld. Die muss die ganze Welt langsam reduzieren. Und das erreiche ich, und durch, das erreiche ich durch Angst. Und das erreiche ich durch Impfungen. Und das ist Verschwörungstheoretiker typisch, aber man will die Menschheit reduzieren. Und das gelingt ganz gut über Impfungen. Jawohl, denn in Wirklichkeit wollet die vom Pharma-Schinken die Menschen nur wegimpfen, bis wir alle tot sind. Damit es keine Leute mehr gibt, die ihre Produkte kaufen können. Ja, das klingt zwar unlogisch, aber das ist ja genau der Trick der Fiese. Die gaukeln uns vor, dass es Krankheiten gibt, nur damit wir an denen sterben. Verstehen Sie das? Es gibt keine Krankheiten. Gibt es nicht. Auch keine Schwerkraft oder Mathematik. Das sind alles Erfindungen der Industrie und vom Militär. Ja, weil die Pharmaindustrie braucht Geld darum, ja. Aber dafür bin ich nicht 4 Jahre zur Schule gegangen. Nur um mich jetzt von diese Lügenpresse, Sackgesichter, Schweinebande da draußen verarschen zu lassen. Ja, mich kriegen sie nicht klein. Ich hab Unterwäsche aus Alufolie, ja. Es gibt keine Masern. Das ist alles Propaganda. Auch kein Schnupfen, kein Krebs nicht und kein AIDS. Nein, gibt's nicht. Auch keine Schwulen. Das hat mir damals schon mein Mann erklärt, als ich ihn und seinen nackten Kollegen mit der Zimmerantenne bei uns im Bett gefunden habe. Ja, gibt es nicht. Alles eine Erfindung der Bumsindustrie. Impfen macht krank, das ist bewiesen. Seit ich geimpft bin, ja, geht alle 12 Stunden die Sonne weg. Meine Haut schrumpelt und mindestens einmal am Tag kommt aus meinem Sitzfleisch da hinten ein Würstle raus. Das ist doch nicht normal. Da stecken doch die Außerirdischen vom Planeten Pharma dahinter. Ja, dabei gibt es gar kein Universum und auch keine Realität. Mich gibt es auch nicht. Ich träume mich nur. Nur mich. Mich gibt es, weil ich Bescheid weiß und diese ganze Scheiße hier nur mitmache, damit meine Gegner nicht merken, wie klug ich bin. So, und dann, wenn die Pharma uns alle totimpfen wollen, verwandle ich mich nämlich in einen Schmetterling und bin, husch, sowas von weg, da guckst du blöd, ja. Weil die Tassen, die in meinem Schrank fehlen, lass ich mir nicht von der Pharmaindustrie wegnehmen, ja. Die ganze Welt geht in die Knie, aber uns Schwaben kriegt ihr nie. Merkt euch das. Ja. Dabei gibt es gar keine Schwaben.